Kurznachrichten. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Na, das ist doch was. Nach dem gestrigen Langhaarphilosoph, heute unser Kurzhaarkanzler. Das ist doch niedlich. Olaf Scholz. Was möchte ich kommentieren? Gut im Herzen zwei Lobesansätze herausarbeiten. Beide aber könnten sibyllinisch sein. Scholz stellte klar, die NATO geht nicht direkt rein. Das erlaubt sicher ein Aufatmen für einige Monate. Geplante Urlaube können durchgeführt werden. Baden im Meer, spazieren in den Bergen und Städten. Ich werde all das tun mit einem Stein im Magen. Der Herbst wird kommen, um Peter Hacks hier erstmals zu erwähnen. Der Herbst wird auf der Leiter stehen. Lobesversuch 2. Er brachte den Begriff Völkermord nur indirekt, bezogen auf uns. Den Russen schenkt er dies ein. Umso schmerzhafter ist es mitzuerleben, wie heute, 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, erneut rohe Gewalt das Recht bricht, mitten in Europa. Wie Russlands Armee in der Ukraine Männer, Frauen und Kinder umbringt, Städte in Schutt und Asche legt, ja selbst Flüchtende angreift. Es herrscht wieder Krieg in Europa. Russland hat diesen Krieg entfesselt. Ist das richtig? Ist das alles richtig? Ist nicht eine Besonderheit dieses Krieges ein langsames Agieren und der Versuch, die Bevölkerung zu schützen? Im Mittelpunkt der Angriffe stehen militärisch nutzbare Infrastruktur. Eher beziehen doch die Ukrainer die Bevölkerung ein. Es ist kein Geheimnis, dass zum Beispiel in Mariupol die Bewohner in Keller geschickt wurden, die Kämpfer in die Wohnungen gingen. Dort wurden sie aus den Häusern geschossen, diese brannten aus, stehen aber noch, das beweisen alle Bilder. Militärisch wäre es aus Sicht der Russen sicher sinnvoller, alles zum Einsturz zu bringen, das aber hätte die Menschen verschüttet. Und weiter, Putin habe entfesselt. Ich möchte ihn anhand einer Erinnerung, einer persönlichen, eine andere denkbare Perspektive ermöglichen. Ich traf 1990 eine Lehrerin, übrigens im Büro der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Die sagte mir damals, wenn wir Sozialisten und Kommunisten nicht mehr auf Friedenswacht stehen, wird der Kapitalismus, Imperialismus, Faschismus, sie setzte das gleich, ein weiteres Mal sein Haupt erheben und gegen Russland marschieren. Auch in meiner Familie gab es ähnliche Aussagen. Peter Hacks, hier wird er ein zweites Mal erwähnt, äußerte sich so. Aber natürlich auch Karl Eduard von Schnitzler, Eberhard Esche. Ich hielt das damals für ein schlechtes Verlieren. Ich vertraute auch Kohl und Genscher. Dass sich die NATO nicht gen Osten erweitert, das versprachen sie auch mir. Auch Ihnen versprachen die das, Herr Scholz. Kann es nicht sein, dass meine Lehrerin das Ganze richtiger sah, nüchterner? Ronald Reagan schuf den Begriff Reich des Bösen. Das war noch in den frühen 80er Jahren. Reagan war doch auch ihr Feindbild, Olaf Scholz. Ihre SPD warb für die Anerkennung der Staatsbürgerschaft der DDR. Es gab Papiere zwischen SPD und SED. Diese hätten Entwicklungen verändern können. Zelensky übrigens bezog sich in seiner Bundestagsrede direkt auf Reagan. Sie hielten danach keine eigene Rede, wurden dafür scharf kritisiert. Blieb ihnen die Rede von Zelensky im Magen stecken? Schlimmer aber noch. Einst kämpften Russen und Ukrainer gemeinsam unter größten Opfern, um Deutschlands mörderischen Nationalsozialismus niederzuringen. Deutschland hat sich damals schuldig gemacht an beiden Nationen, der russischen wie der ukrainischen. Nein, es waren Sowjetbürger, Bürger der Sowjetunion. Ist nicht dieser Nationalismus der Hebel, der den Hass erzeugt? Ich empfinde geschichtsfälschend, auch absurd, weil Nationalismus als Gegenargument für politische Strömungen im eigenen Land benutzt wird. Nun jedoch will Russlands Präsident Putin die Ukraine unterwerfen, ihre Kultur und ihre Identität vernichten. Präsident Putin setzt seinen barbarischen Angriffskrieg sogar mit dem Kampf gegen den Nationalsozialismus gleich. Das ist geschichtsverfälschend und infam. Dies klar auszusprechen ist unsere Pflicht. Russland möchte die ukrainische Kultur zerstören? Ist es nicht umgekehrt? Sieht Russland nicht eher die ukrainische als ein Teil der russischen Kultur? Ist nicht russisches TV in der Ukraine verboten? Und somit die russischen Shows, die russischen Stars, die russischen Filme? Dürfen Zeitungen nicht in der Ukraine, nicht mehr in russischer Sprache erscheinen, Bücher etc.? Hat die Ukraine es hier nicht zugelassen und gefördert, Argumente zu liefern? Auch wenn man es verharmlost und verniedlicht, ich sehe auf Bildern der verschiedenen Regimente schwarze Sonnen, die Wolfsangel, tätowierte Hakenkreuze, dafür gibt es etliche Quellen. Ich sehe es als meine Pflicht an zu sagen, in die Nähe von Hakenkreuzen dürfen wir nicht mal die kleinste Waffe, nicht mal ein Feuerzeug liefern.
Mir ist das die deutsche Verantwortung, die sich aus unseren Verbrechen im Zweiten Weltkrieg ableitet, 27 Millionen Sowjetbürger. Das bin ich auch meiner Lehrerin schuldig. Ich bin sicher, sehr viele Russen sehen das so. Wenn wir hier nicht die Notbremse treten, werden auch wir uns für eine Entnazifizierung empfehlen. Und die gründlichste ist atomar. Es war der militärische Sieg der Alliierten, der der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland ein Ende setzte. Wir Deutsche sind dafür bis heute dankbar. Daher konnte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 vom 8. Mai als Tag der Befreiung sprechen. Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen. Sie lautet: Nie wieder. Nie wieder Krieg. Nie wieder Völkermord. Nie wieder Gewaltherrschaft. Das könnte ein Chiffre sein. Es wird keinen Diktatfrieden geben. Der semantische Verweis auf militärische Lösungen, für die gerade wir Deutschen dankbar sind. Was aber will man? Auch wohnt dem Ganzen eine Unterstellung inne. Russland publiziert seine Kriegsziele. Militärische Neutralität, Entmilitarisierung. Hier sehe ich Verhandlungsmasse. Entnazifizierung, auch hier. Die Themen Krim, Donbass. Kann es ein Argument geben, diese russischen Gebiete nach 8 Jahren Entfremdung von Kiew wieder anzugliedern? Ich meine, und hier entnahm ich diesbezüglich nichts bei Olaf Scholz, müsste sich der Westen völlig neu aufstellen. Im Bereich des Journalismus findet man durchaus das eine und andere. Mit keinem Wort erwähnte Olaf Scholz die USA. Diese scheint es nicht zu geben. Abschließend noch eine Liste über Kriege, die durch Waffenlieferungen verkürzt wurden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Freundin übrigens konnte ihre Eindrücke zur Rede des Bundeskanzlers, des Kurzhaarkanzlers, schneller formulieren. Bla, bla. Das Ganze am 9. Mai 2022. Die Stärke der Frauen. Wir Männer machen uns da manchmal schwer. Auch Jürgen Totenhöfer, von 1972 bis 1990, Bundestagsabgeordneter der CDU. Schriller Unterstützer der Mudschahedin gegen die sowjetische Intervention in Afghanistan. Mit Scholz eint ihn, dass auch er offensichtlich die USA nicht kennt, die eben vor dieser Intervention in Afghanistan wirkte. Heute hat Totenhöfer seine Partei, Team Totenhöfer, und pflegt eine ähnlich schrille Position wie Christoph Hörstel mit seiner Partei Die Neuen Mitte. Beide kennen einander. Hörstel erklärte einmal Totenhöfer als scharfen Gegner. Der mir bekannte Rechtsanwalt und Publizist Alexei Dankwart brachte mich auf einen aktuellen Text von Totenhöfer. Daraus: Scholz hat das Schlimmste getan, was ein deutscher Kanzler tun kann. Er hat Deutschland in einen Krieg mit Russland geführt, obwohl Deutsche schon im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Bürger der Sowjetunion ermordet haben, obwohl Scholz damit die deutsche Bevölkerung dem Risiko eines Atomkrieges und eines Weltkrieges aussetzt, obwohl unser Grundgesetz von Scholz verlangt, dem Frieden der Welt zu dienen und nicht dem Krieg, auch nicht dem Verteidigungskrieg überfallener oder unterdrückter Völker. Wir müssten sonst endlos Kriege auf der Welt führen. Wir würden im ewigen Weltkrieg leben. Die Haltung von Scholz und Genossen ist nicht moralisch. Kanzler haften nicht nur für ihre Gesinnung, sondern auch für die Folgen ihrer Taten. Scholz verrät seine eigene Überzeugung. Scholz hat uns in den Krieg mit Russland geführt, obwohl er selbst mehrfach auf die drohenden Folgen hingewiesen hatte. Er tat dies nicht, weil er diese Kurskorrektur für richtig hält, sondern weil die USA sie von ihm verlangt hatten. Er handelte nicht im Interesse der Deutschen, sondern im Interesse der Amerikaner. Gegen diesen Wahnsinn muss man Widerstand leisten. Wir kündigen hiermit Widerstand gegen alle Kriegshandlungen dieser Bundesregierung an. Notfalls werden wir uns vor ihre Panzer legen. Auch Alexei Dankwart lässt uns Einblick geben in seine Analyse. Dreimal wiederholt der Kanzler das nie wieder. Nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord, nie wieder Gewaltherrschaft. Was ihm hingegen in der ganzen Rede nicht über die Lippen kommt, ist das Original. Nie wieder Faschismus. Kann der frühere Jungsozialist diesen ursprünglichen Wortlaut jenes antifaschistischen Schwurs vergessen haben? Oder ist ihm nur allzu bewusst, dass Deutschland dieses originale Nie wieder auf dem geopolitischen Schlachtfeld der Ukraine schon längst, mitten in dem scheinbar friedlichen Jahr 2013 aufgegeben hat, dass seitdem so manches Volk erblichen ist vor der Räuberin, die Deutschland sich einst vornahm, nie mehr zu werden.
Eine Grenze setzt sich der Bundeskanzler in der Unterstützung der Ukraine. Man werde nichts tun, was Deutschland und die NATO zur Kriegspartei werden lasse, verspricht er. Ob es am Ende des Tages dann tatsächlich auf die Auslegung des Bundeskanzlers ankommen wird, auf die Gutachten der juristischen Dienste der Ministerien und des Bundestages, oder wird es Russland sein, das entscheidet, wo es die roten Linien überschritten sieht. In Russland mehren sich die Stimmen, die die NATO und auch Deutschland bereits als Kriegsparteien betrachten. Nach der Rede des Olaf Scholz werden sie weder verstummen noch leiser werden. In einem Ausdruck sadomasochistischer Veranlagung sah ich mir gestern die Sendung von Anne Will an. Sie brachte eine interessante Aussage. Scholz ruft bei ARD und ZDF an, erklärt, er möchte kurzfristig eine TV-Ansprache machen, die dann zu senden ist. Aha, und derartige Medien nennen sich unabhängig? Für mich Inbegriff von Staatsfernsehen. Hetzte man nicht auch gegen die DDR? Gab es da nicht solche Geschichten, dass Erich Honecker bei der aktuellen Kamera angerufen hat? Bei Anne Will saß Freund Andriy Melnyk, der, ich erinnere, ein weiteres Mal am Grab von Stepan Bandera Blumen niederlegte und gerade auch unlängst gegenüber Journalisten der ARD das Azov-Regiment verharmloste. Und dann sitzt er genau wieder bei diesem Sender. Immerhin bemüht sich der brillante Harald Welzer, ihm entgegenzutreten. Anne Will schritt nicht ein. Melnyk ruft nach drei Dingen. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Absurdität füllt die Sendung. Ukrainer wollen das Russische nicht. Bewohner im Donbass und der Krim fühlen sich nicht ukrainisch. Warum nicht das Gebiet abgeben für entsprechende Vorteile? Rohstoffe, Geld, Handel. Da kann Russland doch einiges bezahlen. Das kann teuer sein, aber doch besser als Krieg. Aber auch bei Welzer oder Anne Will. Kein Wort zur Vorgeschichte des Konfliktes. Auch überhaupt kein Wort zu den polnischen Interessen. Die wollen ja auch ein Stück Ukraine. Das stellt doch alles auf den Kopf. Der Antispiegel von Thomas Röper berichtet, Polens Präsident hat in einer Rede offen von den polnischen Ambitionen gesprochen, Teile der Westukraine zu annektieren. Polen will dazu Friedenstruppen in die Ukraine entsenden. Die USA haben klar gesagt, dass Polen im Falle eines Zusammenstoßes mit russischem Militär nicht auf den Schutz der NATO zu hoffen braucht. Es wäre kein russischer Angriff auf Polen, wenn Polen in die Ukraine einmarschiert. Berichtet hat darüber das russische Fernsehen. Über VPN kann man den Bericht auch im Original sehen. Im Mai findet in Polen die groß angelegte Militärübung Defender Europe 2022 statt. Das polnische Verteidigungsministerium hat die Bürger bereits darauf hingewiesen, dass im Laufe des Monats militärisches Gerät im Lande unterwegs sein wird. Man soll nicht fotografieren. Das russische Fernsehen fragt, versteht Selenskyj, was die Polen vorhaben? Wahrscheinlich ja, aber er kann nichts tun. Er wird tun, was seine westlichen Herren und Meister ihm sagen. Wenn ihm der Westen sagt, er soll es den Polen geben, wird er es tun. Die Ukrainer werden so zu einer nationalen Minderheit. Tja, und wie wäre es dann im Donbass? Die Sache hat aber auch einen positiven Aspekt. Wenn alle ein Stückchen Ukraine haben wollen, kann man sich vielleicht einigen. Der heutige 9. Mai ist in Russland einer der wichtigsten Feiertage. Der Sieg über Nazi-Deutschland wird gefeiert. Umso schockierter ist man in Russland selbst über die zunehmenden Bestrebungen im Westen, die Geschichte umzuschreiben. Die Sowjetunion, deren Rechtsnachfolger Russland ist, hat in dem Krieg 27 Millionen Menschen verloren. Dieser Blutzoll hat in Russland Spuren hinterlassen und selbst junge Menschen, die keine Kriegsveteranen mehr kennengelernt haben, wissen genau, wo ihre Vorfahren gekämpft oder den Krieg durchlitten haben. Diese Erinnerungen werden in Russland von Generation zu Generation weitergegeben. Die Feiern zum 9. Mai sind in Russland ein Volksfest. Dabei dominiert aber kein Hass auf Deutsche, sondern Stolz auf das von den Vorfahren Erreichte. Beeindruckend jedes Jahr das unsterbliche Regiment. In Russland wird die Erinnerung an den Krieg anders wachgehalten als in Deutschland. Deutschland erinnert eher an die eigene Schuld. Die Russen selbst trennen zwischen den wirklichen Tätern, den Nazis und den einfachen Deutschen, die auch unter dem Krieg gelitten haben. Jeder DDR-Bürger kann das bestätigen. Thomas Röper dazu im Antispiegel. Zitat: Und dieser Unterschied macht etwas mit den Menschen. Denn wenn ich mir die derzeitigen Medienberichte und Aussagen von deutschen Politikern anhöre, dann sehe ich, dass sie die Angst vor dem Krieg selbst verloren haben. Wie sonst kann ein Friedrich Merz sagen, er hätte keine Angst vor einem Atomkrieg? Wie sonst lässt sich erklären, dass ein Robert Habeck sagen kann, er habe keine Angst vor einem dritten Weltkrieg? Wissen diese Leute nicht, was sie da sagen? Kein russischer Politiker würde so etwas sagen. In Russland ist die kollektive Erinnerung an das Leid des Krieges noch wach und kein russischer Politiker käme auf die Idee, derartigen Unsinn von sich zu geben, wie man ihn von den westlichen Politikern allenthalben hört. Glauben die wirklich, dass sie einen dritten Weltkrieg überleben würden? Und wenn ja, was wäre das dann für ein Leben? Ein Leben im Bunker, weil man nicht mehr raus an die Luft kann? Und weil Lebensmittel auch im Bunker zu Ende gehen können, würden sie eben nicht den Strahlentod, sondern den Hungertod sterben. Ist diesen Leuten das nicht bewusst?
wenn sie so etwas von sich geben? In Russland ist der Kampf gegen Nazis und Neonazis bis heute ein beherrschendes Thema. Würde man es in Deutschland mit dem Kampf gegen Nazis ernst meinen, müsste man sich Russland gegen die Ukraine anschließen. In den dortigen Geschichtsbüchern wird der Zweite Weltkrieg kaum erwähnt, stattdessen ist der Nationalheld des Landes Stefan Bandera, der in der SS-Division Galizien auf Seiten der Nazis gekämpft hat und grausamste Kriegsverbrechen gegen ganze Dörfer begangen hat, übrigens auch an Polen, was immer wieder zu Spannungen zwischen Polen und der Bandera-verehrenden Ukraine geführt hat. Dass der wichtigste Nationalheld der heutigen Ukraine ein Nazi und SS-Mann war, wird in Deutschland jedoch verschwiegen. In Deutschland wird der Fokus in den Geschichtsbüchern und Dokumentationen immer mehr von der Sowjetunion weggelenkt und auf die Rolle der Westalliierten gelenkt. In diesem Jahr wird die Erinnerung an das Kriegsende im Westen generell heruntergespielt, Gedenkveranstaltungen mit Beteiligung von Vertretern Russlands werden abgesagt. Und auch hier der Bezug zu Scholz. Er ist zu keiner einzigen Gedenkveranstaltung gegangen, sondern hat nur eine Rede an die Nation gehalten, in der er weniger an das Kriegsende als an die Notwendigkeit erinnert hat, Putin entschlossen entgegenzutreten. Es war keine Gedenkrede für das Kriegsende, es war eine Kriegsrede gegen Russland. In Moskau fanden vor 14 westlichen Botschaften organisierte Kundgebungen der patriotischen Jugendorganisation Junge Garde statt. Diese zeigten ihren Zorn wegen eben dieser Umschreibung der Geschichte. Das Zentrum für Verteidigungsmanagement und Koordinierung der humanitären Hilfe des russischen Verteidigungsministeriums teilte mit, dass in der Stadt Kramatorsk Schießstellungen in Bildungseinrichtungen eingerichtet und Wohnbezirke vermint worden seien. Neues Briefing des russischen Verteidigungsministeriums. Die russische Artillerie traf 6 Kontrollpunkte, 28 Feuerstellungen und 179 Ansammlungen von Technik und Personal. 380 Soldaten der Nationalisten wurden getötet. Eine Su-25 der ukrainischen Streitkräfte wurde in der Region Charkiw abgeschossen. Die Schlangeninsel ist offenbar umkämpft. Auch gibt es Berichte über Raketenangriffe auf ein Hotel in Odessa. Hier sollen ausländische Söldner wohnen. Der stellvertretende Leiter der militärisch-zivilen Verwaltung im südukrainischen Gebiet Cherson hat erklärt, dass die Renten in der Region jetzt in Rubel gezahlt werden. Er kündigt die Vergabe russischer Pässe an. The Daily Melnik, dieser wurde ausgebuht in Berlin bei einer Kranzniederlegung. Ein Reporter fragte, wer Berlin vom Faschismus befreit habe. Melnik antwortet, die Ukrainer. In Wuppertal werfen Demonstrierende Eier auf Annalena Baerbock. Lebensmittel sind noch nicht teuer genug. NATO-Generalsekretär Stoltenberg ruft Wladimir Putin zu Friedensverhandlungen auf. Die Berliner Zeitung fragt, was wird der russische Präsident Putin heute in seiner Rede zum 9. Mai verkünden? Die Österreicher lehnen einen NATO-Beitritt entschieden ab. Das Ganze ergibt eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse. Nur 14% der Österreicher sprechen sich für einen NATO-Beitritt aus. Schleswig-Holstein, die CDU siegt, 43,4%, SPD 16,0, Grüne 18,3, FDP 6,4, AfD raus 4,4. Die Dänen drin 5,7, für diese gilt die 5%-Hürde nicht, aber sie haben es trotzdem geschafft. Heute im Norden und Osten viel Sonne, im Süden zum Nachmittag und Abend Schauer und Gewitter. In den kommenden Tagen mehr Wolken im Norden, auch Regen kann es geben. Im Südwesten gehen die Temperaturen bis an die 30 Grad. Gewitter werden erwartet. Alternative Music.